Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Studierende, liebe Bekannte, Freunde und Angehörige, Spectabilis. Mein Name ist Julian Vagese und ich freue mich sehr, Sie im schönen Schloss von Münster begrüßen zu dürfen. In diesem Jahr feiert die Medizininformatik unseres Instituts ihr 50-jähriges Bestehen und das möchten wir heute mit Ihnen im Rahmen dieses Symposiums, dem ersten Münsteraner Digital Health Symposium, gebührend würdigen. Sie haben sicherlich, abgesehen von Digital Health, von vielen Begriffen gehört, die in unserem Zeitalter der digitalen Transformation da draußen so herumschwirren. Es gibt da so viele Abkürzungen und Termini, dass es manchmal schwer ist, den Überblick zu behalten. Es ist fast so, als würde jemand ständig Buchstaben in eine große Suppe werfen und schauen, welche Wörter dabei herauskommen. Da haben wir zum Beispiel digitale Medizin, digitale Gesundheit, E-Health, M-Health, U-Health. Und wahrscheinlich gibt es schon sowas wie iHealth, wo Ihr Smartphone die Diagnose erstellt und Ihnen vorschlägt, Ihren täglichen Apfelkonsum um 42% zu erhöhen, damit Sie nicht zum Arzt gehen. Natürlich dürfen wir auch nicht Personalized Precision Oncology, Precision Cardiology und Patient-Centered Medicine vergessen. Man könnte fast denken, wir hätten eine Armee von Ärzten, die alle auf einen zugeschnittene Medikamente herstellen und dabei einen eigenen personalisierten Arztkittel tragen, sowie echte Superhelden. Doch in dieser modernen Ära der Digitalisierung sind es die Daten, insbesondere die Daten, die die eigentlichen Superhelden sind. Sie sind die unsichtbaren Superhelden im Hintergrund, die uns dabei unterstützen, die Gesundheit eines jeden Einzelnen zu verbessern oder sogar Leben zu retten, genau dann, wenn die erprobten Standardleitlinien an ihre Grenzen stoßen. Also, bei diesen bunten Begriffen, die ich soeben nannte, gibt es eine Konstante. Und das ist die gute alte Medizininformatik. Sie ist eine Disziplin, die vor allem intelligente und nachhaltige Informationsinfrastrukturen baut, damit wir eben nicht bei allen Fancy-Verfahren Garbage in und Garbage out haben. Die Bedeutung der Medizininformatik wird durch ihre jahrzehntelange Existenz und die Unterstützung von bundesweiten Initiativen wie der Medizininformatik-Initiative immer wieder unter Beweis gestellt. Also, lassen Sie uns heute die Medizininformatik feiern und die Tatsache, dass wir hier sind und all diese Begriffe ein wenig zu entwirren und in etwas zu verwandeln, das für uns alle Sinn ergibt. Und was könnte hierfür besser geeignet sein, als eine Gelegenheit, die Welt der Medizininformatik nicht nur für Experten, sondern für alle Anwesenden näher zu bringen? Meine Damen und Herren, ich freue mich auf ein aufregendes Programm mit inspirierenden Keynote-Speakern, aufschlussreichen Vorträgen, aber auch persönlichen Diskussionen in den Kaffeepausen. Vielen lieben Dank, dass Sie diesen Tag mit uns verbringen. Zum Abschluss meiner Einleitung möchte ich nochmal extra Danke sagen an unseren Dekan, Herr Professor Müller, unseren ärztlichen Direktor, Herrn Professor Friedrich und unserem ehemaligen Institutsdirektor, Herrn Professor Dugas, die hier gleich mit Festvorträgen fortfahren, aber auch an die, die heute die weiteste Anreise hatten. Zum Beispiel aus Princeton University, wo wir später noch eine Keynote hören, aber auch viele Leute aus Deutschland außerhalb von Münster, zum Beispiel Aachen, Göttingen, Heidelberg und Berlin, um ein paar Standorte zu nennen. Schön, dass Sie es hierhin geschafft haben, obwohl Münster heute wirklich einen echten Event-Knubbel hat. Ja, und mit diesen Worten möchte ich jetzt abschließend einleiten und zu unserem Dekan übergehen mit dem ersten Festvortrag. Herr Professor Müller wird berichten, insbesondere aus dem Blickwinkel von Forschung und Lehre der gesamten medizinischen Fakultät. Herr Professor Müller. Lieber Professor Vagese, lieber Professor Friedrich Alex, lieber Professor Dugas, liebes Team des Instituts für medizinische Informatik, liebe Referentinnen und Referenten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Organisatoren des heutigen Symposiums. Zum allerersten Mal findet an unserer Universität das Münsteraner Digital Health Symposium statt und hier steht eine 1 davor und das lässt hoffen, dass es der Beginn, der Auftakt einer Reihe ist und das ist genau das, was wir uns aus der Sicht des Dekanats und unserer Fakultät wünschen würden. Warum? Denn, wie eben schon ausgeführt, die Chancen der Digitalisierung in unserer heutigen Zeit dieser digitalen Transformation zu erkennen und sie zu nutzen, das ist ein Gebot, das grundsätzlich für alle Bereiche unserer Gesellschaft gilt, aber eben ganz besonders für unser Fach, die Medizin.
Und deswegen habe ich mich ganz besonders gefreut, dass ich hier eingeladen wurde, ein paar einleitende Worte zu sagen, und nehme dieses Angebot sehr gerne wahr. Woran liegt sie, die besondere Wichtigkeit digitaler Prozesse und der Nutzung digitaler Daten in der Medizin? Das sagt im Prinzip der Titel des ersten Referats heute, das Kollege Roland Eils von der Charité Berlin halten wird, mit den ersten drei Worten: Daten retten Leben. Von den Superhelden haben wir eben schon gehört. Das ist genau das Richtige. Diese Aussage bringt es auf den Punkt. Es geht natürlich in unserem Fach nicht nur um Lebensrettung, es geht um die Verbesserung der Lebenssituation, um die Heilung von Krankheiten, aber im Grunde genommen, besser als mit dem genannten Satz, kann man den Stellenwert der digitalen oder digital gestützten Gesundheit nicht auf den Punkt bringen. Das gilt übrigens auch umgekehrt. Wenn wir die Daten für die Patienten und Patientinnen nicht richtig oder nicht genügend nutzen, falsch nutzen, dann bringen wir die Patientinnen und Patienten um Möglichkeiten, die ihnen sonst zur Verfügung stünden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Nun findet dieses Symposium, dessen Fortführung ich, wie gesagt, sehr begrüßen würde, nicht in einem luftleeren Raum statt, sondern es hat einen ganz besonderen Bezugsrahmen, ein rundes Jubiläum. Daher gestatten Sie mir bitte einen kleinen historischen Exkurs, denn es gibt noch ein größeres Jubiläum. In 2 Jahren kann unsere Universitätsmedizin Münster ihr 100-jähriges Bestehen feiern. 1925 erhielt die damals ganz junge Universität Münster nach kriegsbedingten Verzögerungen eine medizinische Fakultät. Und über mehr als die Hälfte dieser Zeitspanne hinweg wird dann eine medizinische Informatik diese Standortgeschichte begleitet haben. Denn im Jahr 1973, seitdem arbeiten hier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Wegen, um mittels Daten und Algorithmen die medizinische Forschung und Versorgung zu verbessern. Keimzelle war das später gesplittete Institut für medizinische Informatik und Biomathematik, kurz IMIP, das seinen ersten provisorischen Sitz im Hotel Schnellmann hatte. Das ist dieses markante Gebäude an der Ecke Ring-Hüffer-Straße. Heute wie damals arbeitet das Team interdisziplinär an der Schnittstelle von Medizin, Informatik und Bioinformatik, aber nicht mehr in einem Hotel, sondern jetzt in der Dummerstraße 11. Als Fakultät sind wir stolz auf diese langjährige selbstständige Fachgeschichte der medizinischen Informatik in Münster, vor allem aber auf die Erfolge, die aus dieser Disziplin hervorgegangen sind und weiter hervorgehen. Wichtige Weichen stellte schon ganz zu Beginn Professor Friedrich Wingert, damals jüngster Lehrstuhlinhaber Deutschlands und Gründer des Instituts. Mit SNOMED entstand unter seiner Federführung eine systematisierte Nomenklatur in der Medizin, die weiterhin international angewandt wird und heute über 800.000 Einträge umfasst. Unter dem späteren Institutsleiter Professor Martin Dugas, der heute erfreulicherweise hier anwesend ist, beschäftigte sich das Institut fortan verstärkt mit modernen Informationssystemen in der Medizin. Diese Schwerpunktsetzung berührt einen ganz zentralen Punkt in der Universitätsmedizin. Als medizinische Fakultät ist es nämlich eine unserer wichtigsten Aufgaben, hochrangige klinische Forschung zu ermöglichen. Und die stößt an ein anderes zentrales Interesse, das jedes Krankenhaus hat und haben muss, nämlich dem an größtmöglichem Datenschutz für die Patienten. Die daraus resultierende Wand zwischen Krankenversorgung und Forschung durchlässiger zu machen und Daten aus der KV für die Forschung zu nutzen, das möglichst auch standortübergreifend, das ist eine Daueraufgabe für die medizinische Informatik und eine, bei der sich Münster große Verdienste erworben hat. Seit 2018 ist die medizinische Fakultät Partner der Medizininformatik-Initiative und Mitglied im HIMED-Konsortium. Mit dem Medizinischen Datenintegrationszentrum, kurz MEDIC, wird am IMI eine Infrastruktur aufgebaut, mit deren Hilfe Daten aus der Krankenversorgung verstärkt auch für Forschungsfragen genutzt werden können. Letztendlich ist es ja das Ziel, eine deutschlandweite Forschungsdateninfrastruktur zu etablieren. Neben dieser Daueraufgabe sind andere Herausforderungen auf die medizinische Informatik zugekommen, die vor einigen Jahren in ihrer Dimension überhaupt nicht absehbar waren und denen sich das Institut stellt. Ein neuer Forschungsschwerpunkt des IMI, wie auch anderer Einrichtungen der Fakultät, ist daher die Implementierung maschineller Lernverfahren und künstlicher Intelligenz, der KI, in der Medizin. Besonders nützlich erweist sich die KI bei der Diagnose und Entdeckung von Krankheitsbildern.
Und was dabei herauskommen kann, wenn KI nicht nur für Spielereien à la ChatGPT eingesetzt wird, sondern zum Wohl der Patientinnen und Patienten, das zeigt sich anschaulich an einem Beispiel aus unserer Augenklinik, über das Sie heute Nachmittag noch Näheres erfahren werden. Zusammen mit dem Team der Klinik wird das IMI das iMatics-Konsortium im nächsten Jahr koordinieren. Der Hintergrund des Projektes, an dem 4 Kliniker, also Universitätskliniker und 2 Regionalkrankenhäuser beteiligt sind, ist folgender. Bei Erkrankungen, die zur Erblindung führen, schneiden Therapien in der Praxis oft schlechter ab als erhofft. Warum das so ist, soll die KI durch eine neue kombinierte Analyse von Schichtaufnahmen der Netzhaut und den Krankenhausroutinedaten herausfinden. Ziel ist ein standortübergreifendes klinisches Dashboard, eine Art digitales Armaturenbrett, auf das zurückgegriffen werden kann, um Risikofaktoren nachzuschlagen und die Therapie individuell anzupassen. Im besten Fall lässt sich dadurch die Sehschärfe der Patientinnen und Patienten verbessern. Das sind nur wenige Beispiele aus der Arbeit unserer medizinischen Informatik, die aber exemplarisch zeigen, wie bedeutsam die dort geleistete Arbeit für den Erkenntnisfortschritt der medizinischen Forschung insgesamt ist. Ich möchte diesen kurzen Überblick nicht enden lassen, ohne auch die Lehre zu erwähnen. Hier sei beispielhaft auf die Lehrveranstaltung zur KI verwiesen, die in Münster seit dem Wintersemester 21/22 fester Bestandteil des regulären Stundenplans im 9. Semester des Medizinstudiums ist. Sie stellte seinerzeit eine bundesweite Premiere dar. Und nicht nur das, wir machen hier eine regelmäßige Evaluation natürlich danach und laut dieser Evaluation bereitet diese Veranstaltung den Studierenden sehr viel Spaß. Und das ist sehr wichtig, denn wir brauchen natürlich guten Nachwuchs in dem Fach. Durch den zweifachen fachlichen Background von Professor Varghese und die enge interdisziplinäre Kooperation des IMI innerhalb der Universität kann das Institut auch interdisziplinäre Bachelor- und Masterarbeiten im informatischen Umfeld anbieten. Und allein in den letzten 10 Jahren sind 26 Promotionen aus dem IMI hervorgegangen, 18 weitere Promotionsprojekte laufen, 2 Habilitationen wurden abgeschlossen und das IMI wirkt an der Ausbildung von klinischen Scientists mit, sowie am nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin. In Summe zeigt sich hier eine sehr intensive Nachwuchsarbeit, die die Fakultät sehr begrüßt. Für das Geleistete und das noch in Arbeit Befindliche möchte ich mich als Dekan bei Ihnen, lieber Herr Professor Varghese, und bei Ihrem Team ganz herzlich bedanken. Das IMI sehe ich bestens gerüstet für die nächsten 50 Jahre und ich bin sicher, dass das Institut wie bisher die Herausforderungen wie auch die Chancen der Digitalisierung in der Medizin und auch in Zusammenhang mit einem in Gründung befindlichen Data Science Center beherzt anpacken wird. Allen Organisatoren und Gästen des heutigen Symposiums wünsche ich einen interessanten Tag mit vielen neuen Informationen und Anregungen und ich hoffe, dass Sie neben dem Fachprogramm auch ein wenig Zeit haben, in die Stadt zu sehen und die Stadt sich anzuschauen und ich denke, das lohnt sich. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an unseren ärztlichen Direktor, Alex. Lieber Frank, vielen Dank. Lieber Herr Varghese, lieber Martin, liebe Anwesende, ich muss ein bisschen Zeit reinholen, offenbar haben wir spät angefangen, werde ich machen. Aber ich will mir die Chance nicht nehmen, die medizinische Informatik und ihre Rolle in Bezug auf die Krankheits- und Krankenhausversorgung, Gesundheitsversorgung, die wir momentan haben und die uns in den nächsten Jahren erwartet. Jeder kriegt mit, dass wir enorme Veränderungen vor uns haben. Seit 30 Jahren kommt es zur größten Reform der Krankenhausversorgung in Deutschland. Und dazu gibt es keine Zukunft ohne digitale Kompetenz bei Ärztinnen und Ärzten, bei Pflegenden, bei allen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und das ist nicht nur ein Schritt weiter, es ist ein anderer Mindset, der notwendig ist. Weg vom es geht nicht, es sei denn, hin zum es geht immer, außer. Das ist ein kleiner Unterschied, aber ein entscheidender Unterschied. Wir gehören nicht zu den Gesundheitssystemen, die weltweit bekannt sind, um als Early Adopter Beispiel zu gelten, wenn es um Digitalisierung geht. Jeder weiß es und da müssen wir aber auch aufhören, um uns selbst zu kasteien und uns zu fragen, woran liegt es.
Und es liegt sicherlich an einer Kombination von kulturellen Einflüssen, historischen Dingen. Aber auf der anderen Seite haben wir hochkompetente, gut vernetzte, weltweit hochkompetitive Forschende, um diese Welt zusammenzubringen mit der realen Versorgung, das wird die Herausforderung sein. Denn der Technology-Reality-Gap, so wie ich ihn nenne, ist nämlich der Raum, der immer breiter wird zwischen dem, was technisch möglich ist und dem, was wir in unseren Arztpraxen und Krankenhäusern in Europa und Deutschland verwenden heutzutage, dieser Gap wird immer schneller, breiter. Und wir müssen diesen Gap zusammenbringen. Es wird nie so sein, dass alles, was irgendwo in einer weltweiten Ausstellung gezeigt wird, schon in unseren Arztpraxen ist, aber diese Auseinanderkluften ist enorm. Und wenn wir schauen, wir können ChatGPT als ein Instrument nehmen, aber wenn ich über die Publikationen sehe, die Kombination aus ChatGPT und PubMed und die Möglichkeiten, die daraus ergehen, ganz praktische bis hin zur Publikation von gestern, die ich sah, die mir meine Notaufnahme zugeschickt hat, zur Nutzung von ChatGPT, zur Verschnellung der Prozesse auf Notaufnahmen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir diese und andere Aktivitäten integrieren. Viele Beispiele, dass das IMI aufgebaut hat, von der mobilen Patientenbefragung bis hin zum Dashboard zur Erkennung von Antibiotikaresistenzen. Alles, was heute hier besprochen wird, kann ich Ihnen sagen, passt genau in die strategischen Planungen des UKM und der Krankenhäuser dieser Region, dieser Versorgungsregion und darüber hinaus. Der multidisziplinären Zusammenarbeit, der Vernetzung, der über Grenzen hinweg handeln, Grenzen zwischen Berufsgruppen, Grenzen zwischen Einrichtungen des Gesundheitswesens und Grenzen zwischen Ländern hier in unserem Dreiländereck. Und das vernetzte Handeln braucht nicht nur die Vernetzung, sondern diese digitale Transformation. Das UKM und der Vorstand unterstützt diese digitale Transformation an unserem Standort maximal, unterstützt die Aktivitäten, die heute hier zusammenkommen. Und wir wünschen uns auch, dass es das erste von vielen, vielen Treffen sein werden. Seien Sie mutig, gehen Sie voraus, sagen Sie uns, was Sie brauchen und wir werden es gemeinsam hinbekommen, diese Transformation. Ich wünsche Ihnen an dem heutigen Tag ein sehr fruitful Zusammenkommen und Austausch und den Spirit, der diese Inspiration, diesen Mut braucht man zu sagen, egal wie starr unser System ist, Menschen verändern die Systeme und Sie tun das heute. Vielen Dank. Wow, ich bin beeindruckt. Lieber Julian, da musst du die letzten 2 Jahre einiges verdammt richtig gemacht haben. Also dieses Commitment hier von der medizinischen Fakultät durch den Dekan und vom ärztlichen Direktor des Uniklinikums ist beeindruckend. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, liebes IMI-Team. Ich habe die Ehre, heute kurz etwas zu sagen über 50 Jahre medizinische Informatik hier in Münster und ich habe vorher noch gesehen, Otto Rienhoff ist ja auch bei uns und habe gelernt, dass sozusagen vor der ersten Folie noch eine ergänzt werden muss. Die offizielle Institutsgründung war 1973, das ist jetzt die 50 Jahre zurück, aber es gab tatsächlich schon 2-3 Jahre vorher hier in Münster mehrere Arbeitsgruppen, die Computertechnologie in der Medizin eingesetzt und erprobt haben. Also man merkt wirklich, das ist jetzt noch deutlich bevor Informatikstudiengang hier in Münster etabliert wurde, auch bevor die Wirtschaftsinformatik war, man hat sehr, sehr früh erkannt, dass man mit Patientendaten vom Computer etwas tun kann. Ich persönlich habe Friedrich Wingert nie kennengelernt. Er ist wirklich eine schillernde Persönlichkeit. Er war seinerzeit der jüngste Lehrstuhlinhaber überhaupt. Er ist mit 33 Jahren auf ein Ordinariat berufen worden, hatte zu dem Zeitpunkt schon ein Medizinstudium, ein Mathematikstudium absolviert, hatte unter anderem in Hannover wegweisende Arbeiten gemacht. Persönlich muss er wohl auch eine etwas spezielle Persönlichkeit gewesen sein, aber es ist so, seine Arbeiten, insbesondere zu SNOMED, Spektabilität sagt es bereits, die erste deutsche Version einer globalen internationalen medizinischen Terminologie geht auf ihn zurück. Hier mal so ein Bild aus der Zeit,
wie hier so vor knapp 50 Jahren eine Institutsgemeinschaft aussah. Man merkt, das ist ja alles ja auch von der Kleidung und von den ungesunden Lebensweisen. Man beachtet hier den Raucher hier auf der einen Seite. Ungewöhnlich. Was ich bemerkenswert finde, als ich vor 2005 nach Münster kommen durfte, dass also immerhin zwei auf diesem Bild, dass die dann nach wie vor immer noch im Institut waren. Die waren also über 30 Jahre aktiv. Das ist die Dame in der Mitte mit den dunklen Haaren, das ist die Nanni Osada und das ist der Rudolf Fischer, das ist der Herr, der da so lasziv hier so am Boden sitzt. Friedrich Wingert ist leider sehr früh verstorben. Ich habe gerade irgendwie Abitur gemacht, als er noch, er ist nicht mal 50 Jahre alt geworden, ganz plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben ist. 1991 hat dann die Leitung des Instituts Wolfgang Köpke übernommen. Er ist primär Biometriker, also Medizinstatistiker. Er war aber auch im Bereich von Programmierung und Informatik aktiv. Und zwar also jetzt hier noch im letzten Jahrtausend hat er schon sich mit E-Learning beschäftigt. Und zwar nicht theoretisch, sondern hat Jumbo, die Java-unterstützte Münsteraner Biometrieüberfläche, entwickelt ein System mit Medizinstudenten, damals Medizinstudierende schon damals in der Nutzung von bestimmten methodischen Techniken aus den Data Sciences praktisch ausgebildet wurden. 1995 kam dann Hans-Ulrich Prokosch hier nach Münster. Sein Name ist verbunden mit Krankenhausinformationssystemen, vor allem mit dem Orbis-System, das ja nach wie vor im Einsatz ist. Münster war damals eine der ersten größeren Kliniken überhaupt, die dieses System eingeführt haben. Ist auch heutzutage das am weitesten verbreitete System in ganz Deutschland. Und der Uli Prokosch und seine Mannschaft haben auch die Gestaltung von Orbis ganz, ganz wesentlich mitgestaltet. Da gab es eine Hotline zunächst nach Bonn und später nach Berlin, wo die Entwicklungszentralen der Firmen waren. Und da wurde sehr, sehr intensiv sich ausgetauscht, wie man diese Software weiterentwickeln kann. 10 Jahre später durfte dann ich hier nach Münster kommen. Das ist hier so ein frühes Bild aus der Institutszeit. Ich freue mich. Oder das ist vielleicht auch so dieses Westfälische, dass die Menschen sind sehr treue, zuverlässige Menschen. Ich hatte es vorher gesagt, die Frau Osada, die da über 30 Jahre im Institut war. Und auch wenn das Bild schon ein bisschen älter ist, wie man ohne Zweifel sehen kann, gibt es doch noch eine ganze Reihe von Menschen, die hier weitergemacht haben, beziehungsweise die dann an anderer Stelle ihre Karriere weiter verfolgt haben. Das Institut hat sich dann ganz gut entwickelt. Wir konnten also das Team weiter aufbauen und eine ganze Menge von Themen sehr intensiv bearbeiten. Und vor 10 Jahren, das war dann die 40-Jahr-Feier, auch hier waren schon einige von Ihnen mit dabei, 120 Teilnehmer aus ganz Deutschland, auch eine internationale Keynote und ein sehr, sehr guter Austausch, eine wirklich schöne Veranstaltung, die wir damals hatten. Hier sehen Sie nochmal der Uli Prokosch, daneben der Wolfgang Köpke, Andreas Faldem, der jetzt die Biometrie, also die Statistik leitet und dann hier auf der Seite Jörg Becker, als damals in seiner Funktion als Prorektor der Universität. Zu den Beiträgen. Der Dekan hatte schon gesagt, die Lehre ist natürlich ein wichtiges Thema und ich glaube, ein wichtiger Impuls, auch hier, wo Münster Vorreiter für ganz Deutschland ist, mal überhaupt festzulegen, was muss eigentlich ein Arzt, eine Ärztin aus dem Bereich der digitalen Kompetenzen lernen. Die sollen ja nicht zu Programmierern ausgebildet werden, aber mehr als ein Drittel ärztlicher Arbeitszeit findet am PC statt. Und der Umgang mit der Patientenakte ist tägliche Arbeit, Einsatz von Bildverarbeitung, auch das Thema Datenschutz wurde kurz gestreift. Das muss man schon irgendwie lernen. Und dazu haben wir also auch hier vor über 10 Jahren eine deutschlandweite AG im Rahmen unserer Fachgesellschaft etabliert, die hier abstimmt, welche Kompetenzen eben Ärztinnen und Ärzte benötigen. Und am Montag findet die nächste Sitzung dieser AG statt. Das ist also aktiv. Wir konnten auch, denke ich, ganz wichtig, die Gestaltung des nationalen kompetenzorientierten Lernzielkatalogs Medizin. Jeder, der das ohne zu stolpern aussprechen kann, ist an dem Ding irgendwie beteiligt, also der NKLM. Konnten wir hier von Münster aus mit unseren Kollegen aus ganz Deutschland, denke ich, viel Input einbringen, welche Lernziele hier sinnvollerweise bearbeitet werden sollen. Forschung ist ein großes Thema. Da will ich natürlich auch den vielen schönen Beiträgen im Laufe des heutigen Nachmittags nicht vorgreifen. Die großen Themen sind auch schon genannt worden. Biomedical Informatics, Digital Health, unser medizinisches Datenintegrationszentrum hier als Brücke zu den klinischen Forschern. Etwas spezieller das Thema Terminologien,
Das hat so seine Wurzeln wirklich in SNOMED mit Wingert, aber auch zum Thema Semantik gibt es aktuelle Arbeiten dazu. Julian hat über ein Thema aus der medizinischen Semantik promoviert. Dann natürlich jetzt beginnend mit Uli Prokosch, KISS, oder na, eigentlich schon auch mit Wingert. Ne? Damals hatte er auch schon, er hat einen großen DFG-Antrag gestellt, wo er schon in den 70er Jahren versuchte, das ganze Klinikum mit klinischen Arbeitsplätzen auszustatten, mit der damaligen Technik. Ne? Und so dieses Thema KISS und CDS, Clinical Decision Support, war immer auch hier von Interesse. Mein persönliches Lieblingsthema, die Datenmodelle, wie man Daten so strukturieren kann, dass man auch wirklich etwas mit ihnen anfangen kann, innerhalb von Studien und außerhalb. Und jetzt dieses Megathema künstliche Intelligenz und Digitalisierung, das sind so die Themen. Und hier, das ist hier so von den Datenmodellen, dieses Portal medizinischer Datenmodelle, da haben wir eine schöne DFG-Förderung seinerzeit bekommen, gibt es seit über 15 Jahren mittlerweile eine europäische Infrastruktur, die wir auch gemeinsam jetzt von Münster und Heidelberg aus weiterentwickeln. Das sind etwa 25.000 Datenmodelle drin, das sind über 500.000 Daten, Data Items sind da manuell semantisch annotiert worden. Eine Struktur, die weltweit von mehreren tausend Usern genutzt wird. Ein Aspekt ist noch nicht genannt worden, der mir aber auch sehr wichtig erscheint. Wir wollen Software entwickeln und sie am Patienten einsetzen. Wir haben als Medizininformatiker die Frage, wie kann ich die Diagnostik und Therapie verbessern, und um das zu beantworten, muss ich an den Patienten. Und da kommt die Regulatorik. Wenn Software gewisse Fähigkeiten hat, ist sie ein Medizinprodukt. Und deswegen müssen wir auch, obwohl wir eine akademische Organisation sind, imstande sein, nach meinem Dafürhalten TÜV-geprüfte Software zu produzieren. Und auch hier, denke ich, hat Münster eine Vorreiterrolle. Ich glaube, wir waren das erste Medizininformatikinstitut in Deutschland, das hier diesen TÜV-Stempel nach ISO 13485 erhalten hat. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal oder weil man damit eben Studienfragestellungen bearbeiten kann, für die andere viel mehr Aufwand, viel mehr Zeit, viel mehr Ressourcen benötigen. Ich denke, an so einem Tag, 50 Jahre Feier, ist es Zeit, Danke zu sagen. Danke natürlich für Professuren, Habilitationen, jetzt in chronologischer Reihenfolge. Den Bernhard Breil habe ich schon gesehen hier, der 2013 einen Ruf erhalten hat. Philipp Ruland hat 2019 hier aus dem Institut heraus einen Ruf auf eine Professur für Datenbanken erhalten. Julian Vagese, genau. Und was mich sehr gefreut hat, ist, dass die Sarah Sandmann, dass die jetzt auch letztes Jahr ihre Habilitation erfolgreich abschließen konnte. Das ist also die vierte Professur, die ist also nur eine Frage der Zeit. Ich möchte auch danken in diesen letzten 10, 15 Jahren für 32 Promotionen, weil die Doktoranden, das sind ja diejenigen, die eigentlich die wissenschaftliche Arbeit wirklich tragen. Keine Angst, ich werde jetzt nicht die 32 Themen im Einzelnen vorstellen. Ich habe nur ein paar Stichworte aus den Themen dieser Arbeiten markiert, weil es Ihnen so einen Eindruck gibt, was die Themen sind, die hier so bearbeitet werden. Also da geht es um Single-Source-Informationssysteme, die Forschung und Klinik verbinden. Es geht aber auch hier im Bereich so Richtung Bioinformatik, Microarray-Daten, das Thema Einbeziehung des Patienten, Patient Questionnaires ist genannt worden, Sequencing, Patient Recruitment, wie finde ich die Patienten für meine Studien, aus der Semantik über medizinische Konzepte, Electronic Health Record, Harmonisierung von strukturierter Dokumentation, ja, um überhaupt Daten vergleichbar machen zu können, wieder aus dem Bereich der Bioinformatik, Variantendetektion, vor allem im Tumorkontext, EHRs, Versorgungsnetzwerke, semantische Annotation, nochmal Variantencalling, NGS. Wir haben uns auch sehr mit der Kombination von strukturierten klinischen Daten und Sequenzierungsdaten, vor allem aus dem Umfeld der Onkologie, beschäftigt. Das Thema Standardisierung, wie kann man Data Elements für wichtige Erkrankungen, hier wie Herzinfarkt, auch Schlaganfall entwickeln, Omics-Data, nochmal Common Data Element, Core Data Sets, bis hin zu Single-Cell-Datenanalytik, neu jetzt auch das Thema Electronic Data Capture, weil es ja nicht so ist, dass in den Routinesystemen alle Daten schon so da sind, wie man sie für die Beantwortung der Forschungsfragen benötigt. Man braucht zusätzliche Dinge und das muss man auch effizient machen, bis hin zur automatisierten Analyse von genomischen Daten. Ich möchte diesen Doktorandinnen und Doktoranden allen nochmal ganz, ganz herzlich danken. Das sind eigentlich diejenigen, die die wissenschaftliche Arbeit des Instituts ganz wesentlich vorangebracht haben. Und danke für Kooperation.
Also namentlich sind hier auf alle Fälle zu nennen natürlich Sonja Stender, Nicole Ether, den Frank Tüttelmann, den Jörg Grommel und das ganze Institut für Reproduktionsmedizin habe ich hier schon gesehen. Aus dem Bereich der Onkologie möchte ich Birgit Burkhardt, den Carsten Müller-Tido, der schon auch eine Weile weg ist. Aus dem Institut für Informatik, stellvertretend dafür den Xai Yang, mit dem es einen sehr, sehr guten Austausch zu den Pattern Recognition gibt. Jetzt habe ich gesehen, dass ich bei der Wirtschaftsinformatik das falsche Bild verwendet habe. Na, das ist der Jörg Becker, aber wir sind ja heute vertreten. Herbert Kuchen ist hier. Vielen Dank, lieber Herbert. Und wir haben sogar den Dekan der Fakultät für Betriebswirtschaft in Gottfried Vossen hier. Man merkt, Medizininformatik ist ein interdisziplinäres Fach innerhalb der medizinischen Fakultät und darüber hinaus. Und dann ist Roland Eils hier als Sprecher des HIMED-Netzwerks für die Medizininformatik-Initiative. Und damit ich jetzt nichts verkehrt mache, möchte ich mich ganz besonders herzlich bei all den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die ich jetzt nicht namentlich genannt habe. Ich kann Ihnen sagen, dass es sehr viele waren und dass die Zusammenarbeit mit vielen, mit diesen ganzen Kollegen unsere Arbeit überhaupt erst ermöglicht und bereichert hat. Ein ebenfalls sehr, sehr bekannter Betriebswirt hier aus Münster hat den Satz gesagt, Zukunft braucht Herkunft. Also ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass hier das Institut für Medizinische Informatik, dass es eine tolle Herkunft hat. Deswegen bin ich für die Zukunft auch sehr optimistisch. Es ist ein junges, dynamisches Team unter der Leitung von Julian, das hier an den richtigen Themen, an wichtigen Themen Digitalisierung, KI, Informatik arbeitet, das eingebettet ist in ein Uniklinikum, ein Klinikumsvorstand, der zu diesem Thema ein Commitment hat. Und von daher bin ich extrem optimistisch, dass die nächsten 50 Jahre so weitergehen werden. Ich danke Ihnen allen sehr für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen lieben Dank an die Festredner. Wir werden gleich auch noch mal ein Gruppenfoto machen, gibt es gleich ein Signal. Das war wirklich sehr beeindruckend, diese Geschichte, diese Bilder. Lieber Martin, du hast auch gesagt, wir sind ein jung, dynamisches Team. Ich muss sagen, wenn ich das alles sehe die geschichtlichen Bilder, die ganzen Projekte, man fühlt sich wirklich auch sehr klein und bescheiden, wenn man das alles sieht, von Wingert über Köpke, über Prokosch, über dich und jetzt bei mir. Ich bin wirklich seit knapp 10 Jahren an diesem Institut und wir reden hier von 50 Jahre Geschichte. Natürlich muss ich mich da ein bisschen klein und bescheiden fühlen, aber in dem Kontext vielleicht einfach auch eine Frage hier an diese Runde. Wer hat denn mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Medizin oder Bioinformatik? Also ich darf jetzt meine Hand nicht melden, bei mir sind es knapp 10 Jahre. Ach, das wusste ich gar nicht. Okay. Ja. Halten Sie einmal bitte Ihre Hände noch kurz hoch. Ja. Gut. Sehr wichtig, bitte einmal einen ganz herzlichen Applaus an diese Leute, denn diese Leute haben wirklich Teil dieser Geschichte erst möglich gemacht und mir und unserem ganzen Institut vor allen Dingen überhaupt diese Gegenwart erebnet. Vielen Dank. Ja. Gut. Wir haben für Sie auch ein kleines Video vorbereitet, das sogenannte IMI-Video. Das ist ein kleines Video, wo wir viele kleine Segmente selbst gefilmt haben, um einfach unsere klinischen Partner in ihren alltäglichen Aktivitäten direkt und praktisch festzuhalten. Und ja, das haben wir abgeschlossen, fertig produziert. Und man kann sagen, das ist sowas wie eine Art erstes IMI-Image-Video. Ne, und das hat jetzt im Prinzip Premiere. Viel Spaß, es kann losgehen. Herzlich willkommen im Institut für Medizinische Informatik der Universität Münster. Unser interdisziplinäres Team bringt unterschiedliche Kompetenzen zusammen und sorgt so für einen spannenden Austausch im Bereich der Medical Data Science.
Als treibende Kraft der digitalen Transformation in der medizinischen Forschung setzen wir uns zum Ziel, das Wohlergehen von Patientinnen und Patienten zu verbessern. Durch unsere Partnerschaft mit der Medizininformatik-Initiative des BMBF sind wir in ganz Deutschland vernetzt und setzen Standards für die standortübergreifende Verarbeitung von Versorgungsdaten und innovative Softwarelösungen für klinische Anwendungsfälle. Unser medizinisches Datenintegrationszentrum MEDIC stellt die zentrale Infrastruktur für datenschutzkonforme Forschung bereit. Hier werden bedeutsame Daten aus den Informationssystemen des Universitätsklinikums Münster zusammengeführt und für wissenschaftliche Auswertungen aufbereitet. Darüber hinaus unterstützt unser MEDIC-Team Medizinforschende bei Studien von der Datenbeschaffung bis zur Publikation. Mit einem zertifizierten Qualitätsmanagement erfüllen wir wichtige regulatorische Anforderungen für Medizinprodukte. Hierdurch sind wir bundesweit eines der wenigen wissenschaftlichen Institute in Deutschland, welche Patienten-Apps und künstliche Intelligenz nicht nur erforschen, sondern diese auch sicher in die klinische Routine integrieren können. Wir bauen moderne und nachhaltige Registerlösungen, um auch Daten von Patientinnen mit seltenen Erkrankungen weltweit zu bündeln und wissenschaftlich auszuwerten. Intelligente Lösungen zur Erhebung und Analyse von klinischen Daten und patientenbezogene Lebensqualität sind eine der Stärken unseres Instituts. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern erforschen wir molekulare Ursachen von Erkrankungen wie Krebs. Die Analyse von genomischen Daten mit bioinformatischen Methoden trägt so zu der Entwicklung neuer Diagnose- und Therapiemöglichkeiten bei. High-Performance Computing ermöglicht, komplexe bioinformatische oder KI-basierte Analysen im Netz des Klinikums schnell und sicher durchzuführen. Unsere Apps für mobile Endgeräte unterstützen die KI-basierte diagnostische Forschung von Erkrankungen wie Parkinson. Über jede erfolgreiche Promotion freuen wir uns und feiern gemeinsam mit unserem wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Förderung von Clinician Scientists, die beides, klinische Behandlung und modernste datengetriebene Verfahren vereinen, liegt uns am Herzen, um Erkrankungen besser zu verstehen und effektive Behandlungsmethoden zu entwickeln. Als einer der ersten Standorte bundesweit integrieren wir Themen wie maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz oder Mixed Reality bereits ins Regelcurriculum des Medizinstudiums, um zukünftige Ärztinnen und Ärzte umfassend auf die Herausforderungen des digitalen Wandels im Gesundheitswesen vorzubereiten. Das ist das IMI. Ja, einmal einen herzlichen Dank vor allen Dingen. Ja. Bitte einmal nochmal Applaus, aber diesmal speziell für Frau Dr. Sarah Sandmann und Alexandra Meid. Die waren wirklich sowohl Regisseurinnen als auch Kamerateam und letztlich auch Produzentinnen. Also ohne sie wäre es nicht möglich gewesen. Applaus.